Ja, da schauen wir mal, ne? Was man da noch draus machen können. Ich muss jetzt auf jeden Fall in eine Baumrichtung gehen. Also hier gibt es schon noch welche, aber die sind nicht. Das sind nicht viele. Und dann ist lange Zeit nichts. Ich gehe jetzt mal ganz kurz in mein provisorisches Bettchen. Und lege vielleicht mal ein bisschen Kram ab. So. Noch ein bisschen viel Erde dabei eigentlich, ja. Wir können uns noch Fleisch von drüben mal holen. Jetzt hier noch einen Ofen aufzustellen lohnt sich eigentlich nicht, aber wir haben hier noch was. Wir haben hier noch was. Kein Stress, kein Stress. Okay, den Fall lassen wir auch mal da. Vor dem Fall da lassen. Na, ist egal. So, die Erde. Gib mir mal die Sticks. Ich mache mir mal. Oh. So, ich mache mir mal noch mal zwei Äxte, dass sich das auch lohnt, dass wir jetzt losziehen. So. Dam, dam, da, dam, dam, da, da. So, lalalala. Wir holzen so fein, denn das Holz muss ins Haus rein. Lalala. Super gedichtet mal wieder. Ja, nach der Holzabbauaktion werde ich dann diese Aufnahmesession wohl auch beenden. Also nach der 10. Episode, in der wir uns gerade befinden, wohl. Diese Aufnahmesession, das dürfte dann insgesamt Folge Nummer 50 sein. Sprich, fast Ende Februar. Vielleicht nehme ich noch eine zweite Aufnahmesession heute auf, da muss ich mal gucken. Morgen ist ja auch noch ein Tag, Silvester. Dass wir den Februar noch voll kriegen. Die Vorproduktion ist schon sehr angenehm, weil man weiß, okay, jetzt erscheinen kontinuierlich Videos. Ich muss aber auf jeden Fall noch Produktionen aufnehmen für das Wochenend-Let's Play, was neben Minecraft erscheinen soll, denn ja gut, es läuft ja schon längst, aber ich brauche jemanden, um das zu erzählen. ich habe mich noch nicht entschieden, was ich am Wochenende bringen soll. Ursprünglich war der Plan, dass da Nintendo Let's Plays kommen, aber die Problematik habe ich in der Aufnahmesession vorhin schon angesprochen, also vor gefühlt 10 Folgen, dass das nicht so einfach ist mit Nintendo Let's Plays und ob das wirklich so eine gute Idee ist, ist die andere Frage. Deswegen habe ich mir überlegt, ob vielleicht eher Last of Us am Wochenende kommt. Dafür müsste ich aber auf jeden Fall noch was aufnehmen, weil im Januar habe ich am Wochenende noch gar nichts. Und für den Januar bräuchte ich halt schon so 6 Folgen. Müssen wir überlegen. Wie viele Wochenenden hat der Januar? 4 oder 5? Also eigentlich 8 Folgen mindestens. A 20 Minuten. Das heißt, es werden nochmal knapp. Aua. Wie bin ich jetzt hier reingefallen? Es wären nochmal knapp 2,5 Stunden, die ich aufnehmen muss. Da muss ich Minecraft dann doch nochmal hinten anstellen. Weil im Januar ist ja Minecraft schon voll ausgelastet. Die ersten 2 Tage im Januar kam ja nur Minecraft, so viel weiß ich jetzt schon, weil das unter der Woche angefangen hat und ich wollte nicht von Anfang an mit Dragon Ball um mich schmeißen. Kann auch sein, dass ich das noch umgestellt habe. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich mich kurzfristig entschieden, Dragon Ball doch schon am 1. Januar rauszuhauen. Folgenmenge hätte ich eigentlich genug, glaube ich. Wobei ich auch bei Dragon Ball eigentlich noch was aufnehmen müsste heute oder morgen. Also es ist schon ein gewisses Pensum, was ich hier einhalten muss. Ihr dürft ja auch nicht vergessen, mit dem Aufnehmen ist es ja nicht getan. Ich muss hier noch Thumbnails erstellen, die vor allem bei Dragon Ball ein bisschen mehr Arbeit erfordern, mit den einzelnen Charakteren zum Reinschnippeln, muss ich die ganzen Bilder erstmal raussuchen, dann alles zusammenwursten und so weiter. Oh, hier ist eine fette Eiche. Und das dann noch schön machen und dann hochladen. Es darf ja auch nicht zu groß sein, die Datei, sonst nimmt es YouTube ja nicht mal an. Sind sie wieder ganz fein, die Herren von YouTube. Da ist noch ein bisschen Arbeit dran. Dann das Hochladen, die Beschreibung reinmachen und die Tags und das alles. Das ist alles schon noch ein bisschen mehr als das Aufnehmen. Darf man nicht außer Acht lassen, mein Freund. So, jetzt brauche ich hier mal Erde. Und ich muss jetzt langsam echt wirklich eine Pause machen nochmal, weil ich kriege jetzt schon wieder so einen Schiefblick von dem Ewigen in die Klötzchen hier reinschauen. Vor allem, wenn man in diese Baumwipfel schaut und man weiß nicht so recht, wie man jetzt schlagen muss, damit man alles bekommt.
Allmählich wird es mir ja auch ein bisschen warm. Ich habe eigentlich mein Fenster so angelehnt, dass ein kleines Lüftchen reinkommt, aber irgendwie klappt das nicht so recht. Mitten in der Aufnahme aufzustehen, das Fenster dann doch noch aufzumachen, das ist auch nicht die beste Taktik. So. Schalalalala. Ich nehme hier mal den Adblock und mache hier mal ein bisschen weg, weil ich glaube, da ist noch irgendwo Holz drunter. Ja, da hinten. Ich werde jetzt hier gleich sehr unsanft fallen, glaube ich. Weil der Baum sich schon abbaut. War es das an Holz? Oder kommt da noch was? Auf jeden Fall sind hier ein Haufen Setzlinge, die werden wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Ich glaube, an Holz war es das jetzt. Ja. Okay. Wahnsinn, also das ist ja wirklich ein richtig fetter Baum gewesen jetzt. Was der an Setzlingen gibt, ey, da können wir uns den richtigen Eichenwald draus machen. Müssten wir uns nur eine gute Stelle suchen, dann hätten wir auch das Problem mit den fehlenden Eichen nicht mehr. Auch wenn wir dann nicht mehr so viel Eichenholz brauchen, weil dann ist das Haus fertig wahrscheinlich, aber... Ihr seht, der hört nicht auf. Wie viel haben wir jetzt? 22 Eichensetzlinge. Gut, die kamen jetzt nicht alle hier raus, aber... Der Großteil schon. Ist noch einer. Gut, ich glaube, das reicht auch. Wie weit ist die Aufnahme? Okay, wir sind jetzt fast durch. Ich gehe jetzt nochmal kurz zurück. Und werde mir hier mal in meiner Workbench nochmal eine Truhe craften. Glaube ich. Yeah, ordentlich Holz haben wir hier. Wir müssen eh noch mehr holen, also das reicht dann eh noch nicht. Also zumindest nicht, wenn wir die Spaßigkeit besitzen, ne? Ja. Warum habe ich mir jetzt noch meine Truhe gecraftet? Brauche ich doch eigentlich gar nicht. Ist ja auch wurscht. Wir bauen jetzt hier noch mal ein paar Minuten. So. Machen das hier noch zu. Und in der nächsten Aufnahmesession und in der nächsten Folge geht es dann mit dem Hausausbau weiter. Da machen wir dann den Boden rein. Und ich fange schon mal an, mir vielleicht ein paar Konzepte für die einzelnen Zimmer auszudenken. Und ich versuche dran zu denken, auch nochmal nachzugucken, wie das mit den Pferden so alles funktioniert. Ich weiß nicht, ob man da einen Sattel braucht, ob man sich den craften kann. Ich nehme an, dafür braucht man Leder. Pferdeleder. Kann natürlich auch sein. So... Hier kommt vielleicht das Vorhäuschen hin, deswegen baue ich da jetzt erstmal nochmal nicht zu. Die Zimmer sind jetzt an sich abgegrenzt, das heißt, wir müssten jetzt uns schon mal die Slabs machen. Habe ich genug Platz im Inventar? Ja, habe ich. Unser Arbeiterhäuschen. So. Die Slabs. Ich mache da jetzt einfach mal eine Hacke voll. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen, aber... Ein bisschen was bestimmt. So. Geht es jetzt aber auch erstmal wieder ans Graben. Wir müssen uns jetzt hier erstmal schön den Boden rausheben. Wir können natürlich die Slabs auch einfach oben drauf setzen, aber dann würde das Ganze hier zu sehr angehoben. Dann, ne, ist das auch nicht so cool. Wir könnten die Slabs auch noch einen Ticken weiter unten reinsetzen, aber dann würde das Haus quasi im Keller stehen. Das ist auch nicht so überragend. Und hier zwischendrin brauchen wir auch nochmal, normales, nämlich hier. Normales Holz, wollte ich sagen. Normales Holz wegen den Druckplatten für die Türen. Die kommen natürlich hier rein. Was zum... Naja. So. Und so. Okay. Dann machen wir hier weiter. Dum-di-dum-di-dum. Ich glaube, ich wäre jetzt dann soweit, die Aufnahme zu beenden. Ich mache jetzt hier nochmal die Schnell... Habe ich noch eine Schaufel? Ich habe keine Schaufel mehr. Da
mache ich hier jetzt mal noch ganz spannend, mache ich hier noch mit der Hand die Erde raus. Für diese Folge, für diese Aufnahmesession wäre es das dann gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich mich über eine Bewertung sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns bestimmt in der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahmesession und in den anderen Projekten wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Reinklicken und bis denn. Du Schaf. Thumbnail? Thumbnail! Servus, Leute!